Ich grüße euch zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal und heute spiele ich Ghostwire Tokyo. Ein Spiel, welches schon vor Millionen Jahren angekündigt worden ist und ich habe tatsächlich nur den Ankündigungstrailer gesehen und zwischendurch ein bisschen was, was so auf Twitter so mal eben kurz Video. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß, dass es in Tokio spielt und Open World ist. Leute, lassen wir uns überraschen. Folgende herunterladbare Inhalte wurden deinem Inventar hinzugefügt. Vorbestellerbonus. Ja, ich habe vorbestellt. Outfits werden in Kapitel 2 verfügbar. ちょっと大丈夫ですか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。なんだこれ。 生きてやったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ。この体よこせ。なんだよ、この声。くそ、そんな都合よくはいかねえか。<笑><笑> いるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れる。いいから今は言う通りにしろ。 あいつ。呼んでなくてすまず。私の声を聞き。
私だけが君たちを救える。君たちの魂は浄化された。来るべき世界の礎へと。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ、集え。 良き終わりはそこにある。 何言ってんだよ、そもそも。あんた一体。おい、エコスンだ。俺はもう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんな、どうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。 やらなきゃいけないことを知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他？誰もいないぞ。こいつ。悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。 お前には消えてもらう。仕方ねえ、まずは付き合ってやる。だが忘れるな、お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようなら So, und da sind wir jetzt auch schon im Spiel. Es ist eine Menge passiert. Bitte verzeiht, wenn ich jetzt noch ein paar kleine Anpassungen machen muss. Denn ich habe es tatsächlich noch keinmal gestartet. Gerade was hier so... Hier Kamerabeschleunigung können wir ein bisschen runterdrehen. Und das war vorher auch ein bisschen niedriger. Da habe ich einfach mal provisorisch schon mal hochgedreht. Beim Zielen, da weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht. Das haben wir kurz zur Grafik. Ich glaube, ich werde hier mal ein bisschen Motion Blur runterdrehen, weil ich bin wirklich kein Motion Blur Fan. Ansonsten seht ihr alles auf hoch und was so geht. Raytracing ist an, allerdings kann ich das hier nicht... Ach, ich muss neu starten, damit die Änderungen wirksam werden. Ja gut, das soll jetzt erstmal nicht stören. Das ist dann in der nächsten Folge. Das sieht schon fantastisch aus. Da wollen wir jetzt mal nicht meckern. Ja, was ist passiert? Scheinbar... Ist Tokio von Geistern überrannt worden? Bündle die Energie in deinen Fingerspitzen und lass sie dann mit einem Schlag raus. Zack, gut gemacht, weiter so.
Okay. Halten, blocken. Mittlere Maustaste ist blocken. War da nicht noch ein dritter? Wie gut die Hand aussieht einfach. Kartenmenü. Das Verschwinden. Geht zum Krankenhaus. In einem Shibuya, was? In dem kein anderes menschliches Leben mehr zu finden ist, beschließt Akito, sich zum örtlichen Krankenhaus zu begeben, um nach seiner Schwester Mari zu sehen. Ja, Shibuya Crossing, das ist weltweit bekannt. Sorry Leute, ich muss dieses Motion Blur ausschalten. Ich sehe gar nichts. Nothing, wie der Engländer sagt. Hier aus, aber sowas von. Ah, besser. Ja, das sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Ja, das sieht super aus. Schön detailliert. So sieht Tokio tatsächlich aus. Ich habe da auch mal 2 Wochen Urlaub gemacht. Das ist komplett überladen mit Lichtern. Und sehr voll, sehr viele Menschen, aber ich bin nicht einmal angerempelt worden oder hatte einmal das Problem, jemandem ausweichen zu müssen. Das ist faszinierend, wirklich. Ja, und irgendwie sind viele Menschen hier, Krieg der Welten mäßig, verschwunden. Wir haben gesehen, die Geister sind in so schwebende Würfel gesperrt worden. Und mein bereits toter Körper ist von einem fremden Geist. Was habe ich genommen? Lebenspunkte durch Nahrung regenerieren. C halten, Nahrung konsumieren. Durch Essen oder Trinken kannst du Lebenspunkte regenerieren. Jedes konsumierte Nahrungsmittel stellt nicht nur Leben wieder her, sondern gewährt auch eine leichte, dauerhafte Erhöhung deiner maximalen LP. Im Inventarmenü kannst du Nahrung für die spätere Verwendung ausrüsten. Schauen wir mal. Inventar. Das sind wir. Also plus 85. Rote Bohnen, Ohagi. Ein Klebereisbällchen, das mit roter Bohnenpaste umhüllt und als Süßspeise serviert wird. Ausrüsten. Ausgerüstet. Gehe zum Krankenhaus. Ansehen. Nachricht an Freunde. Ziemlich dichter Nebel heute. Sowas habe ich noch nie erlebt. Kann kaum die Hand vor Augen sehen. Oh, das gefällt mir. Ich finde das toll. Ich wusste nicht, dass das so Open-World-mäßig ist. Das finde ich super. Das sieht super aus. Das ist als Yakuza-Freund natürlich immer gern gesehen, nochmal ein anderes Spiel zu haben, was hier in Japan spielt. Kann ich sprinten? Okay. Sorry Leute, ich muss auch bei Yakuza und so, auch bei Shenmue war das damals so, ich muss mich immer umschauen. Ich finde das so faszinierend, ne? Das sieht so super aus. Schlaghammer, das ist doch einfach nur ein Müllberg, oder nicht? Kazam! Äther und kristallisierter Äther. Du wirst auf kristallisierten Äther treffen, der durch ätherisches Weben, linke Maustaste oder Schlagangriffe Q, zerstört werden kann.
Dabei zerbricht die Ablagerung und setzt einen Ätherschauer frei. Durch Absorbieren von Äther wird SK wiederhergestellt, die Energie für Angriffe mit ätherischem Weben. Durch das Besiegen von Besuchern erhältst du ebenfalls Äther. Also Äther ist unsere Munition quasi. Kann ich da rein? Kann ich? Ja, ja. Was haben wir denn hier? Nichts. Leute, ich komme hier nicht mehr raus. Jetzt. Ich möchte erst den Snackautomaten schlagen. Ängstliche Nachricht. Takun, komm sofort zurück. Aus dem Eingang strömt weißer Rauch. Er könnte giftig sein. Ängstliche Nachricht? Ist die Nachricht dann ängstlich? Zombomb. Das gefällt mir alles sehr gut. Warte mal, da muss ich hin. Das heißt, ich will erstmal hier schauen. Ihr wisst, Leute. Patientenkarte Kyoko Kudo. Kyoko Kudo, Zentralkrankenhaus von Shibuya. Bitte legen Sie beim ersten Krankenhausbesuch des Monats Ihre Versichertenkarte vor. Das kennen wir alle, liebe Leute. Ja, die Sprachausgabe ist übrigens standardmäßig japanisch. Ich konnte auch nicht auf eine andere wechseln. Aber Menütexte und Untertitel sind deutsch. Okay, also das sind scheinbar irgendwelche Unterwelt. Scheinen irgendwelche komischen Dämonen zu sein. Aber kann ich den jetzt hier auch so... Zack! Super, Leute. Stufenaufstieg. Ich bin übrigens nicht sicher, ob mein Face da im Blickfeld von einem Untertitel ist, aber Leute. Synergiestufe. Durch EP steigt Akitos Synergiestufe mit seinen neuen Kräften. Okay. Du erhältst EP, indem du Gegner besiegst und Missionen abschließt. Bei einem Stufenaufstieg erhöhen sich deine maximalen LP und du erhältst Fertigkeitspunkte für Geisteskräfte, mit denen du im Fertigkeitenmenü neue Fertigkeiten freischalten kannst. Genau diese. Wenn deine Synergiestufe steigt, erhältst du Fertigkeitspunkte für Geisteskräfte. Über das Fertigkeitenmenü kannst du die Fertigkeitenpunkte unter dir ausgeben. Mit Magatama kannst du gesperrte Pfade im Fertigkeitenbaum freischalten. Du hast jetzt Zugriff auf das Fertigkeitenmenü erlernen. Aufgeladen Angriff Takahaya I. Oder 1. Reiter wechseln. Eieiei, das ist ja... Erzeuge schwache, aber schnelle Windstöße durch ätherisches Weben. Das habe ich schon. Aufgeladene Angriffe. Führe aufgeladene Angriffe mit ätherischem Weben. Variieren je nach Wind. Erzeuge zwei zielsuchende Windstöße hintereinander.
Alles klar. Wir nennen sie Besucher. Nachricht an die Familie. Keine Sorge, Mama. Ich bin jetzt im Krankenhaus. Alles wird gut. Nichts ahnend, sagte sie das. Na, ist denn hier? Oh Gott. Oh. Kerngreifen. Was geht denn jetzt ab? Sind ihre Herzen. Reiß sie raus und sie sind erledigt. Okay. Mangiare. Sehen. Ist das nur der eine da? Oh, der hält ein bisschen mehr aus. Oh Gott, da kommen ganz viele. Hopp! Oh, was ist mit dir? Hier. Yeah. Kazam! Boah, Leute, hier ist was los, ey. Die Hand, wie gut die aussieht. Ich finde die Finger ein bisschen zu lang und die werden dann auch so... Die biegen sich in so eine komische Richtung, wobei manche Menschen haben ja so Finger, aber gut. Fragen zum Krankenhaus. Irgendwas stimmt mit dem Krankenhaus nicht. Ich habe gehört, es soll hier Krankenzimmer im vierten Stock geben. Das muss ein böses Omen sein. Ich bin schon mal hier behandelt worden, damals gab es aber keine Krankenzimmer im vierten Stock. Ja, dazu müsste man jetzt wissen, dass es natürlich in verschiedenen Kulturen verschiedene Zahlen gibt, die als schlecht angesehen werden. In der westlichen europäischen Welt ist es die 13, deshalb gibt es häufig auch in Hotels und Hochhäusern keine 13. Etage. Das wird dann einfach übersprungen. In Japan scheint es die 4 zu sein, aber da bin ich nicht sicher. Vermisstensuche. Wir suchen nach Informationen über den folgenden Vorfall. Am 15. April verschwand das Mädchen auf diesem Foto. Sie wurde zuletzt in 429 in Shibuya beim Shoppen gesehen. Genau, 429 ist so eine Mall, glaube ich, so ein Shopping Center. Wenn Sie Informationen über Ihren Verbleib haben, rufen Sie bitte sofort an. Gebührenfrei. So, hier ist noch ein bisschen was zu essen. Teppichmuschel-Miso-Suppe. Oh, sehr gut. Ich höre doch schon wieder einen, ja? Komm her, aufs Maul! Ich finde, das sieht echt super aus. Und ich weiß, jetzt kann man sagen, am Ende ist das einfach nur ein Ego-Shooter und das gab es auch alles schon 100 Mal und das ist Open World und nichts Neues. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt so lang auf ein neues, gutes Spiel gewartet. Und Elden Ring, ja, aber... Da ist auch einfach irgendwann die Luft raus. Sorry, Leute. Das ist auch immer dasselbe, was man da spielt. Und auch das hier wird schnell alt sein, aber... Ich freue mich. Ich habe richtig Bock, das hier zu spielen. Oh, hier komme ich nicht durch. Taschenlampe habe ich auch noch. Der Boden, Leute. Und ich glaube, das ist ja jetzt tatsächlich, weil ich es noch nicht neu gestartet habe.
Hallo? Ja, das ist Quatsch hier. Ach, wirklich? Schichtübergabeprotokoll. Patient Toshiyuki Kuta. Zimmerverlegung 403, 402, 405. Beschwerde über Lärm aus Nachbarzimmer. 410, niedriger Wasserdruck. 417. Bruder hat Blumen geschickt. Der Vase benötigt. Du brennst. Ja, das glaube ich allerdings auch. こちら側と接続された。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。誰だ？人間？ もう一人。お前は。愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそは逃がさねえ。意志の力か。興味深い。 だが、お前は後回しだ。周りに触れるなと言ったよ。そうか。お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。
Hallo?何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。 このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。 妹はマリ。 僕は伊豆木明人だ。 今更自己紹介かよ。 まあいい。 KK だ。 名前は捨てた。 KK。 マリを。 頼む。 俺には戸締まりしろってうるさいくせに、これだよ。マリ！ しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。チッター見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。 約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい、居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行った奴の居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、 今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。 Ja, also diese Superdämonen sind scheinbar sehr daran interessiert, meine Schwester für ihre Zwecke zu nutzen, denn die liegt im Koma und das ist scheinbar so eine Zwischenwelt zwischen Tod und Leben und sie ist eine perfekte Beobachterin, hat er gesagt. Das habe ich schon gesehen, oder? Ja. Und ich gehe davon aus, das heißt, dass sie gut sehen kann, wo noch diese Geister rumfliegen, die sie haben möchten oder sowas. Das wird sich zeigen.
Zudem haben wir gesehen, dass hier scheinbar ein Unfall passiert ist und es gebrannt hat und deshalb seine Schwester Mari im Krankenhaus ist. Und ich vermute, dass er da so ein bisschen Mitschuld dran trägt, weil er das Fenster geschlossen hat. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass sie vielleicht jetzt im Koma liegt. Aber ich weiß es nicht. Das kommt bestimmt noch. Mission beendet. Stadt der Schatten. Musik Visitor. Okay. みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ。やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。 Genau, und der Geist, der in uns ist, der nennt sich selbst KK und er meint seinen alten Namen gibt es nicht mehr quasi und er ist schon lange hinter diesem Oberschurken her und möchte jetzt meinen Körper dafür nutzen, um ihn zu fassen und natürlich meine Schwester zu befreien. Was ich wirklich bei japanischen Spielen so sehr mag und bei Metal Gear Solid und so ist das ja auch so. Dass die Musik so ein bisschen in den Mittelpunkt rücken. Also nicht nur von dem, dass du es hörst, sondern dann wird auch immer der Titel eingeblendet und so. Das finde ich, ich mag das irgendwie. Das hat so eine Wertigkeit, auch wenn das Lied vielleicht niemand kennt oder so, aber das ist dann immer so, dieses Lied war gerade und manchmal wird es dann rechts eingeblendet oder so, Das finde ich toll. Das ist auch bei japanischen Trailern so. Dann wird auch eingeblendet, welches Lied da gerade läuft und so. Das finde ich sehr schön. Ja, super. Mandaro. Schirabete mir so. Aizra ga iru. Jama da na. Katasuke. Kazam, mein Freund. Ja, rechts sehen wir, ich habe auch nur begrenzt Munition quasi, aber die sammle ich ja nach dem Töten quasi wieder ein. Come on! Boah, Junge! Ja, das gefällt mir wirklich sehr gut. Warte mal. Hier schweben doch noch ein paar Sachen rum. Ich weiß leider nicht, wo mein... Habe ich sowas wie einen Energiebalken? Ich werde mal was essen. Das ist unten rechts. Das scheint nichts verändert zu haben. Ja, ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch ändert, aber die Open World ist dann doch eher so eine halbe Open World. Also es sind dann schon so Level, die einem sehr strikt vorgeben, wo man lang geht. Man kann hier und da mal schauen, aber am Ende sind es halt 3-4 Straßen, die du lang gehen kannst. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch. Habe ich es gerade noch gesagt, jetzt ist es tatsächlich so. Izo, Joker wa dekiru mitai da na. Oi, Yashiro no naka wo shirabete miro. Katashiro ka. Tsukae sou da. Koko wa mou ii. Mokuteki-chi ni iku zo. Katashiro erhalten. Kore tte... Kagura Susu, ein kurzer Stab, an dem mehrere Glöckchen befestigt sind. Shinto-Schreinpriesterinnen benutzen sie bei rituellen Kagura-Tänzen. Ja,
Relikte. Also Nahrung habe ich jede Menge. Oh, nicht schlecht. Auch schön, wie das hier dargestellt ist. Wie bei Yakuza. Wundervoll. Wirklich toll. Leute, gut gemacht. Ist der Geist eines toten Mannes, der von Akitos Körper besitzt, ergreift, nachdem dieser im Unfall beinahe tödliche Verletzungen erlitten hat. KK möchte sich an Hanya rächen. Die Schwester, das ist der Typ. Regenläufer. Besucher, die aus den Herzen derer entstehen, die sich für die Arbeit bis zur völligen Erschöpfung verausgabt haben. Sie widmen sich ebenso hingebungsvoll ihrer neuen Aufgabe, die Lebenskraft der Lebenden zu stehlen. Ja, das ist natürlich in Japan ein riesiges Problem und da ist es auch absolut gang und gäbe, dass man für die Arbeit lebt und alles für die Arbeit macht. Das gilt jetzt nicht für jeden Arbeiter, der da ist und so, aber da ist es wirklich so, dass es Leute gibt, die an Überarbeitung sterben und so heftige Depressionen kriegen, dass sie sich umbringen, weil die es nicht mehr aushalten. Und dass sie das hier mit eingebaut haben, finde ich sehr schön. Das finde ich toll. Puppenähnliche Objekte in Menschenform. Sie bestehen aus Papier oder Holz und werden seit uralten Zeiten in der japanischen Zauberkunst eingesetzt. Katashiro, in Shinto-Zeremonien Oharae genannt, werden an kranke Körperteile gehalten, um die darin enthaltenen Verderbnis zu absorbieren. Abschließend werden sie in einem Medium wie Wasser entsorgt, um den Reinigungsprozess zu vollenden. Neben ihren reinigenden Fähigkeiten können Katashiro auch Geister beherbergen. Jene mit spiritueller Kraft können sie daher als Gefäß verwenden, um Geister einzufangen, die nach dem Tod weiter auf der Erde wandeln. Alles klar. Leute, das wird immer interessanter für mich. Ich finde das wirklich sehr spannend und gut. Es ist ja auch in der japanischen Kultur ist mit Fluch und Dämonen und Geistern und so, da ist nicht zu spaßen mit. Das meinen die wirklich ernst. Und deshalb auch ja The Ring und The Grudge und sowas. Und in Tokio gibt es tatsächlich auch eine Stelle. Ich weiß nicht mehr genau, wie der zu Tode gekommen ist, aber da geht es um irgendein Herrscher oder sowas und der ist wohl von der Bevölkerung dort gefoltert und getötet worden und der kommt jetzt wohl als Geist immer wieder an diese Stelle zurück und bringt dort Leute um. Da sind schon Häuser gebaut worden drumherum und so und da sind auf mysteriöse Art und Weise Bauarbeiter gestorben und keiner kann sich das erklären und es ist so ein Ort, den die Japaner, jetzt vielleicht nicht alle, aber so im Allgemeinen, wo die sehr respektvoll mit umgehen und deshalb kann ich schon verstehen, wie die hier darauf kommen in dem Spiel. Ja, der ist doch auch noch nicht da, ne? Jetzt. Kann ich den jetzt damit befreien oder was soll ich machen? Ja. Ah ja, das dachte ich mir. ¿291? Eine Telefonzelle. Ja, warte mal kurz, Kollege. Der Papa muss hier erstmal ein bisschen einsammeln. So, jetzt haben wir da fast 300 Geister aus diesem Cube absorbiert. Und jetzt gilt es, eine Telefonzelle zu finden. Die wird ja auch hier gleich um die Ecke irgendwo sein. Hier haben wir erstmal noch was. Der japanische Kalender, Eintrag 1. Shubun no Hi. Das Datum basiert auf Mondkalender, liegt aber für gewöhnlich etwa am 23. September. Auch bekannt als Ohigan oder Herbst, Tag und Nachtgleiche. Ein Tag, an dem sich unsere Welt und die der Geister am nächsten sein sollen. Viele Familien nehmen das zum Anlass, die Gräber verstorbener Vorfahren zu besuchen. Gilt in Japan offiziell als Nationalfeiertag. Ja, Leute, nicht schlecht. Schön, dass man hier auch noch ein bisschen was lernt. Oh, hier ist so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ja, das sieht schon echt super aus. Aber die scheint hier. Hier ist ja der Radius. Auf der Minimap sieht man's. Leute, wenn ihr jetzt jung seid und ihr wisst nicht mehr, wie so eine Telefonzelle aussieht. Oh, was ist das?
Gelbe Ätherkristalle. Während du Shibuya erkundest, stößt du gelegentlich auf leuchtende gelbe Ätherkristalle. Zerstöre sie, um wertvolle Maika zu erhalten. Ey, Maika macht das Würstchen, was ist los? So, jetzt sind wir fast bei 400. Da ist eine Telefonzelle. Ohayou gozaimasu. Gib mal erstmal Essen. Gib mal. Yakuza Cracker. Nimm den Hörer ab, ich erledige den Rest.私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと。なら、渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。 240.300 Geister. Es gibt auch noch Plan B, eine Aufzeichnung von Ed, in der er über den Geisttransmitter spricht. Leute, habe ich verpasst, wer Ed ist? Because I don't know. Da, Ed. Einer von KKs Verbündeten und zugleich der Erfinder des Geisttransmitters. Okay, also habe ich nichts verpasst. ちなみに Alles klar. Leute, ich würde sagen, das war es erstmal für die erste Folge. Ich bin absolut begeistert. Ich glaube tatsächlich, dass das auch damit zu tun hat, dass ich mich mit diesem Spiel überhaupt nicht befasst habe. Ich habe darauf vertraut, dass die Leute, die The Evil Within gemacht haben, hier auch was Gutes machen werden. Und ich bin sehr Japan-affin und freue mich immer, wenn Spiele in Japan spielen, die dann nicht so Dragon Ball-mäßig sind oder völlig überzogen, sondern eher so in diese Richtung gehen. Ich finde, das ist ein tolles Storytelling, ist gut gemacht, sieht super aus, spielt sich gut. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Und ich danke an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.